Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, es ist soweit, wir haben unten mal alles abgerissen, beziehungsweise ich habe das offscreen mal gemacht. So, jupp. Verlängern wir hier mal den Bus. Oh oh, da geht uns der Akku schon wieder in die Knie. Wieso eigentlich auf einmal? Bauen wir jetzt auf einmal so viel mehr als vorher, dass unser Akku das irgendwie nicht mehr packt? Oder mal abgesehen davon, dass wir ja jetzt auch mehr Leistung haben. Wir haben noch zwei Fusionsreaktoren dazu genommen. Trotzdem, der packt das nicht. Der kriegt das nicht hin. Kann es doch nicht sein. Jupp, leer. Und hier haben wir nicht so viel. Oh, hoppla. Da sollte man vielleicht noch eine Trennung machen. Prost. Okay, Eisen, Eisen, Kupfer, Kupfer. Dann werden wir auch die, die für Schaltkreise verstärken, verbessern, dicker machen. So. Verlängern. Oh, da sind die Öfen drin. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch mehr Reaktoren. Das gibt es ja nicht. Oder mehr. Naja, größere Akkus sind. Lösen das Problem halt nur so halb, ne? So. Warum ist hier da. Balancer nicht zu Ende gebaut. Ah, wird schon einen Grund gehabt haben, aber wir bauen ihn jetzt einfach wieder her. So. Und das Problem ist natürlich, dass wir jetzt auch das Kupfer irgendwie noch anbinden müssen. Aber das können wir mal. Achso, stimmt, deswegen brauchen wir das noch nicht so weit ausbauen. Das kommt später. Unglaublich. So, Belt Balancer. Wir brauchen einen 4 zu 8. Da haben wir 4 zu 8. Gibt es, glaube ich, nur den einen. Dann bauen wir den hier hin. So, jetzt stehen uns natürlich hier die Kisten im Weg. Ausschneiden und hierher bitte. Achso, okay, dann machen das halt so von mir aus. Schauen wir, dass das halbwegs sortiert ist. Ist das noch? Wir sind einfach mit Baumaterialien zugeschissen. So, Rot brauchen wir nicht mehr. Wird entsorgt. Die Öfen brauchen wir nicht mehr. Die ganzen Module brauchen wir jetzt nicht dabei. Förderwand brauchen wir natürlich schon. Und die Splitter werden wir ebenfalls brauchen. Underground haben wir eh. So. Nee. Boom. Okay.
So. Wir machen lieber hier noch eine Trennung. Solange wir nicht fertig sind mit allen. So. Interessant, warum das so komisch geteilt war. Macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn das bei dem einen ist, lassen wir das einreden, aber wenn es bei beiden ist. Egal. Genau, dann zweigen wir von dem hier gleich mal ab. Das müssen wir dann entfernen und neu machen. Das kann gleich mal hier dran. Aber das. Jupp, da gab es auf jeden Fall eine Unterbrechung. Also das ist unsere Lifeline nach oben, die wir gleich mal umsiedeln werden. Und zwar machen wir hier noch eins hin. Das hilft uns noch nicht so ganz. Das muss weg, das muss weg, wenn wir es mal brauchen. Und das müssen wir darüber und jetzt passt es. Jetzt haben wir eine andere Verbindung und brauchen die da drüben nicht mehr. Das heißt, wir können das und das und das und das und das und das. Das lassen wir noch. Das kann erstmal so weit weg, glaube ich. Wir werden sie gleich feststellen, was passiert. Ja, genau. Sieht noch gut aus, okay. So, der braucht später mal Stahl. Hier brauchen wir noch eine zweite Eisenanbindung dann. Ah, jetzt haben wir hier keinen Strom, weil das ist da oben nicht verbunden. Der hier Eisen. Ach, das sind noch die Zahnradproduktionen. Das sind noch nicht mehr Stahl. Stahl kommt erst hier. So, holt dann regelmäßig Belt Balancer.
Gut. Okay. Ich denke mal, das haben wir soweit. Ah ja, wir könnten jetzt eben zum Beispiel hier zwischendrin einen anderen Belt Balancer einbauen. Und zwar einen 8 zu 8. Der ist halt ein bisschen groß, aber das kriegen wir hin. Hier und hier kommt das weg. Das lassen wir noch. Gehen wir lieber hier weg. Nein, nicht den. Wen da? Passt rein, so gerade. Sehr schön. Die müssen wir halt auch hin und wieder einbauen, weil der mehr so der die Hilfslinie ist sozusagen, während hier oben überall die Abzweige sind. Dann können wir es zum Beispiel so machen. Wir nehmen das hier weg. Wir nehmen hier den Balancer weg. Zum Beispiel den Abgang lieber auf der anderen Seite, um lieber hier das, oder noch besser vielleicht so. Um das hier so zu verwenden. Aber dafür ist ja genau das da. So. Ja, die Abzweige werden wir nachher machen. Dann benötigen wir wieder unsere Produktion. Ne, vorher müssen wir den Bus fertig machen. Kupfer. Wir brauchen noch Schaltkreise. Das Problem ist, wo produzieren wir denn diese Schaltkreise? Wir brauchen erstmal den Platz dafür, wir müssen den erstmal reservieren. Sagen wir mal. Da bedienen wir uns jetzt dann am unteren, am zweiten Bus für Eisen. Und. Okay. Machen wir das mal hier hin. Nee, nicht hier hin, das passt nicht. Wir müssen weiter runter. Brauchen hier mehr Platz, weil wir eben das sind 3, also hier hin. Hey, unser Akku ist wieder voll, wunderbar. So, das wären unsere grünen Schaltkreise. Und die müssen wir halt jetzt irgendwo hier hinbauen können. Das wird jetzt eher die Schwierigkeit. So.
Das ist dann der Output. Verdammt, das ist verkehrt. Das Problem ist, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie viel einer hier abliefern kann. Ob eine so eine Produktion genügt, also eine so eine Linie hier, ob die ausreicht, ein Förderband hier zu füllen. So, das hier ist dann der Ausgang. Genau. Das hier kann weg, das kann weg. Erst. So. Uns fehlen Greifarme und Montagemaschinen. Go ahead. Great, jawohl. Okay, alles gebaut. Immer noch kein Strom. Oh, das ist ja nicht angehängt. Was macht sie da? Ah. Die Dings bauen. Da, jetzt haben wir aber Power hier. Okay. Kupfer und Eisen. Hier muss Eisen her. Trennen wir das lieber. So. Wer kriegt's wieder von hier? Voran. Auch da bedienen wir uns am unteren Band. Und da ist auch der Part wieder zu Ende. Na, komm.
Na, du kommst von da. Hoppla. Schön, dann. Na, scheiße. Anhalten. Irgendwo. Den Bereich. So, das brauchen wir hier auch nochmal. Ach so, ja, klar. Passt schon so. Die müssen halt ein bisschen puffern können. Die ist natürlich noch nicht optimal, also wir werden die Megaschmelze für Kupfer jetzt schnell in Angriff nehmen müssen. Kommen wir da durch? Ja, ganz gut sogar. Ah, das werden wir austauschen auf... Scheiße. Geht sie gerade nicht aus. Ah, so eine Scheiße. Gut, das kommt doch nicht weg. Also... Halb so wild. Ups, das war nicht ganz so weit. Das ist halt blöd. Steuerung C ist kopieren, nur C ist schießen. Schon wieder. So. Also eine Frage, bringen wir da noch mehr raus? Schaffen wir das da? So scheiße. Das heißt nämlich, wir müssen hier jetzt dasselbe bauen wie da oben. Wir müssen da halt wirklich einen 6er Abzweig machen, um da das Maximum rauszuholen. Und das braucht halt ein bisschen Platz. Wobei, warte mal, wir können ja das hier verwenden. Das mit dem Konzept arbeiten. Schauen wir mal, wie viel Platz haben wir da. Das geht sogar aus. Ha. Okay, wir werden die hier mal kurz canceln. Und warten, dass die da ein bisschen das Eisenerz entfernen. Ah, Eisenerz, das sind die Eisenplatten. So, auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Ups. Schön, dass genau beide Strommasten im Weg stehen. Das haben wir mal. Die müssen auch weg. Weg.
Oh shit, der Part ist schon längst zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.